Hallihallo, Hallöle. Hi, ich grüße euch. Ich möchte euch heute mal zeigen, wo wir hier in Helmstedt untergebracht sind. Wir schlafen nämlich hier im Hotel. Und ich muss euch sagen, das ist eigentlich eine super Einrichtung. Hier haben wir gleich ein Netto. Wo ist der Netto? Da ist der Netto. Da ist der Netto. Da oben geht es zur Autobahn. Und hier hinter mir ist das Hotel. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und dann zeige ich euch das alles. So, also. Hier geradezu ist das Hotel, wo wir untergebracht sind. Habt ihr ja gerade schon hinter mir gesehen. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und machen mal einen kleinen Rundgang bis zu meinem Zimmer, dass ihr mal seht, wie wir da untergebracht sind. Und ich muss sagen, super Team hier, die kümmern sich gut um uns. Heute früh hat mir die junge Frau sogar Kaffee gekocht, dass ich Kaffee habe. Also, alles bestens. Heißen tut das Hotel Friso Hotel in Helmstedt, in der Wahlbecker Straße. Wie ihr seht, es sind noch Zimmer frei. Also es können noch mehr hierher kommen. So, gehen wir mal rein. Schaut, hier ist schon eine kleine wunderbare Ecke, wo man sich hinsetzen kann, ein bisschen quatschen. Hier ist die Küche. Mein Kollege ist hier oben untergebracht, in der oberen Etage. Ich wohne hier unten hinten in der unteren Etage. So, hier ist die Rezeption. Da wird man wunderbar empfangen. Muss man sich anmelden, sagen, ob man Frühstück möchte. Hier hinter der Tür ist ein Frühstücksraum. Da können wir jetzt aber nicht rein, da ist jetzt geschlossen. Da ist bloß zur Frühstückszeit geöffnet. Und dann fangen hier schon die Zimmer an. Hier ist ein Gemeinschaftsbad mit einer Gemeinschaftstoilette. Hier steht ein Kühlschrank. Da kann jeder Gast sein Essen reintun, was zu kühlen ist. Kinderstühlchen gibt's. So, dann gehen wir halt mal hinter. In mein Zimmerchen. Hier den Gang entlang. Überall Automatik, Lichter. Braucht man sich also auch um nichts kümmern. So, ich habe die Zimmer Nummer 7. Na, geh rein. So, da wären wir in meinem Zimmer. Licht an. Halt, Schlüssel abziehen. So, das wäre mein Zimmer, wo ich untergebracht bin. Da hinten stehen meine Taschen und meine Getränke. Dort ist ein Kleiderschrank, wo man ein bisschen Sachen unterbringen kann. Fenster, ein Bett zum Schlafen, den schlafen wir mal auch ein bisschen. Ein kleiner Schreibtisch, schöner großer Spiegel. Hier geht es in die Toilette mit Bad. Ich habe eine Badewanne mit Duschmöglichkeit. Ich könnte mir jetzt ein schönes warmes Bad einlassen und mich in die Badewanne legen. Und mein Kollege oben, der hat bloß eine Dusche, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja, so, gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Nö, wüsste ich eigentlich nicht. Dort hängt meine Jacke. Fernseher gibt es auch. WLAN haben wir hier auch. Also im Prinzip, es gibt nichts, was der Mensch hier vermissen müsste. Und wie gesagt, super Team, kümmern sich gut um uns. Wie eine kleine Familie ist das hier. Hier sind eben auch, hier steigen viele Monteure ab. Momentan sind nicht viele Leute da im Hotel. Hier steigen viele Monteure ab, die dann hier in der Umgebung irgendwelche Baumaßnahmen machen. Und halt Kraftfahrer, ne? So. Das war's eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte.
Ich weiß nicht, ob ihr noch mal ins Obergeschoss mit mir gehen wollt. Kann man ja mal machen. Aber der Gang sieht genauso aus wie der hier. Überall geht das Licht an, von alleine. Ja, und hier geht es dann die Treppe hoch. Hier wohnt die Hotelbesitzerin selber. Und hier geht es dann halt genau wie bei uns unten den Gang hinter. Hier ist auch ein Kühlschrank. Und dann wie unten halt, ne? Also auch nicht anders. Momentan ist Mittagsruhe überall angesagt. Ja, und dann, wie gesagt, hier gibt es dann Frühstück. Naja, gehen wir wieder hinter ins Zimmerchen. Machen es uns gemütlich. Stündchen hinlegen. Und da Dinge haben, die passieren. So, das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Jetzt können wir uns wieder ausziehen. Jacke aus, Hausschuhe an. Und dann machen wir es uns hier ein bisschen gemütlich auf dem Bett. Ich gucke nochmal nach euren Kommentaren. Da kamen ja schon wieder etliche. Und dann... Ah! Nochmal einen kleinen Rundblick. So, Freunde, das war eine Führung durchs Friso Hotel in Helmstedt. Stern knitterfreie Fahrt, haltet schön eure Stoßstangen sauber und tschüss. Schönen Tag noch.